Ja, hier wieder Laserscanning TV. Mein Name ist Erik Bergholz von der Laserscanning Europe GmbH. Und heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema Rechentechnik. Da kriegen wir auch bei uns als Systemhaus immer viele Anfragen, welchen Rechner soll ich denn kaufen, was funktioniert hier gut mit Punktwolken. Und da möchte ich heute mal so einen kleinen Überblick geben, also von den Erfahrungen, die wir haben. Erstens ist es, glaube ich, wichtig, man muss für sich festlegen, was man eigentlich machen will mit seinem Rechner, wo man mit Punktwolken arbeitet, weil es hängt jetzt nicht nur davon ab, was meine Punktwolken machen, sondern auch, was ich sonst so machen möchte. Und man kann das im Wesentlichen unterscheiden, was auch wichtig ist, brauche ich stationäre Technik, also Workstations oder eben mobile Workstation, Laptops, so wie ich das zum Beispiel jetzt hier auf meinem Tisch habe. Und da möchte ich mal kurz ein bisschen ein paar Beispiele zeigen von Rechnern, die wir mal benutzt haben oder wo ich weiß, dass Kunden die verwenden, als einfach mal einen Einblick in die Sache, wobei wir hier keine expliziten Rechnerempfehlungen abgeben können, weil das zum Teil wirklich für jeden Einzelnen auch ja, speziell konfiguriert werden muss. Kommen wir mal zur einem System, was sehr viele verwenden, was auch wir zum Teil im Einsatz haben, sind halt die Geräte von Dell. Also hier bei Dell gibt es zum Beispiel, gehen wir auf die Seite von Dell, die nennt sich die Position-Serie Workstations. Da gibt es meines Erachtens Laptops und auch Festrechner. Und das kann man hier sehr gut verwenden, weil da hier kann man eigentlich sehen, worauf es ankommt. Wenn wir Punktwolken haben, sind zwei Sachen super wichtig. Das eine ist, wir brauchen schnelle Prozessoren. Wir brauchen einen großen Arbeitsspeicher und wir brauchen schnelle Festplatten. So, und dann ist auch noch wichtig, dass diese Komponenten miteinander gut funktionieren. Das heißt, ein Normalnutzer, der sagt, ich baue mir das selber zusammen, wird vielleicht unter Umständen nicht die maximalen Leistungsparameter dann rausholen, als vielleicht, wenn man ein fertiges System kauft, wo das alles aufeinander abgestimmt ist. Für Nutzer, die sich da sehr mit der ganzen Materie auskennen, die kriegen das bestimmt auch selber hin. Kommen wir mal zu dem Thema Prozessoren. Also aktuell werden i5 bis i9 Prozessoren angeboten. Da muss man sagen, eben wie gesagt, mit einem i7 sind vielleicht viele Leute sehr gut aufgehoben. Aber wenn man jetzt natürlich neu kauft, kann man einen i9 kaufen. Also auch wichtig, dass auch die Software, die man verwendet, was unterstützt die? Also unterstützt die mehrere Prozessoren mit mehreren Kernen? Unterstützt die viele Arbeitsspeicher. Also wir zum Beispiel von unserer Partnerfirma PointCap zum Beispiel, die können halt wirklich bei der Adressierung von Arbeitsspeichern, wo wir dann gleich hinkommen, was wir hier sehen zum Beispiel, können die alle, je größer der Speicher ist, desto mehr können die adressieren und die können auch mehr Prozessoren adressieren. Das heißt zum Beispiel hier, hier wird zum Beispiel angeboten 4, 8 GB, 16 GB, 32. Ich würde sagen, unter 16 sollte man nicht gehen. Besser sollte man minimal bei 32 GB bleiben oder auf mehr gehen. Also wer eine Feststation hat, also 64 GB ist definitiv fast bei vielen neuen Rechnern Standard. Und manche Leute arbeiten auch mit 128 GB. Ja, also 64 würde ich mir fast kaufen, wenn ich was Neues kaufe. Dann haben wir hier die Festplatten. Da ist es wichtig, wir brauchen diese schnellen Festplatten, also SSD-Platten. Das ist, weil wir ja permanent große Datenmengen hier bearbeiten, die von der Festplatte runtergenommen werden in den Prozessor und wieder gespeichert werden. Daher ist es absolut wichtig, eine superschnelle Festplatte zu haben. Also eine schnelle Festplatte ist, würde ich sagen, fast wichtiger als einen schnellen Prozessor zu haben, oder das nimmt sich so, ist halt ähnlich. Dann haben wir natürlich Grafikkarten. Da, das können wir jetzt zum Beispiel sehen, bietet hier Dell halt Nvidia-Grafikkarten, AMD-Grafikkarten und Intel-Grafikkarten an. Und da würde ich sagen, beginnt schon das, wo jeder Kunde für sich selber gucken muss. Definitiv, was ich wahrscheinlich nicht gut funktioniert, sind Onboard-Grafikkarten. Da, man kann damit arbeiten und mit einigen Konstellationen wird das super funktionieren. Aber es empfiehlt sich definitiv, eine separate Grafikkarte zu haben und dann irgendwas aus dem Haus AMD oder Nvidia zu nehmen. Und bei Nvidia muss man halt gucken, da gibt es zum Beispiel die Quattro-Karten, die eben speziell für CAD entwickelt sind und auch dafür freigegeben sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Autodesk-User bin oder 3D Systems Geomagic, dann wird auch oft Nvidia verlangt, weil nur dann wird sichergestellt, dass es auch funktioniert, weil die Treiber da angepasst werden. Damit wird dann unter Umständen ja die Auswahl meiner Karte festgelegt, weil ich Programme habe, die das unbedingt erfordern. Also hier, wie gesagt,
Da muss jeder für sich selbst gucken, was braucht meine restliche CAD-Umgebung und nicht, was ist super toll mit Punktwolken. Ja, wenn man zum Beispiel nicht diese CAD-Anforderungen hat, also zum Beispiel in diesen Dell Precision Workstations, kann man zum Beispiel vorrangig nur CAD-Grafikkarten ordern. Wenn man zum Beispiel im Bereich Gaming gehen möchte, also es gibt auch einige Anwendungen, wenn man VR macht, dann reicht es unter Umständen, eine Gaming-Grafikkarte zu haben, wie das zum Beispiel hier auch mit Alienware, was ja ein Teil von Dell ist, was eigentlich Spielcomputer sind, angeboten wird. Und da kriege ich natürlich auch super Performance, auch mit Nvidia-Karten, aber fürs Gaming halt. Und da habe ich dann teilweise auch den Vorteil, dass ich preislich da doch einiges billiger bin, als wenn ich jetzt eine CAD-Umgebung kaufe. Da gibt es einfach von der Preisgestaltung doch Unterschiede und teilweise ist die Hardware da eigentlich ähnlich, die ich da habe, nur die Software, die rumläuft, ist anders. Also wie gesagt, für einige zum Beispiel, die VR machen wollen oder die jetzt nicht spezielle Programme hinten dran haben, könnte auch zum Beispiel bei Dell auch ein Alienware-Rechner interessant sein. Habe ich öfter schon bei Kunden gesehen, dass Alienware verwendet wird. Dann gibt es noch, ich möchte einfach einen Überblick machen, gibt es zum Beispiel hier noch einige Kunden verwenden auch HP-Workstations. Da gibt es hier die Festrechner hier, die Geräte auch. Ich kriege im Prinzip dann wieder die gleichen Komponenten, also ich kriege wieder die Prozessoren, die Intel-Prozessoren, die neuen oder AMD-Prozessoren und ich kriege jetzt hier auch die Nvidia Quadro-Karten. Also hier zum Beispiel haben die so einen kleinen Rechner. Also ich kann mir das auch hier konfigurieren. Im Bereich auch bei Hewlett-Packard. Hier haben sie auch mobile Workstation. Ich glaube, diese Z-Book-Generation ist da hier auch vertreten und wird von vielen Kunden mit verwendet. Da muss man auch mal gucken, hier, was möchte ich auch für eine Größe haben. Also bei mobilen Workstations, was habe ich hier für eine Bildschirmgröße? Weil die Dinger sind auch dann schwer, die Rechner, und wenn man damit viel rumreist, muss man gucken, nimmt man 15 Zoll, nimmt man in 17 Zoll. Was man zum Beispiel auch hier hat, zum Beispiel VR-Umgebung, bietet man zum Beispiel hier auch schon vorgefertigte Produkte an. So, dann noch aus Deutschland eine Alternative, was einige Kunden verwenden, ist der Schenker-Rechner. Und die sind auch preislich sehr günstig. Die kommen hier aus Leipzig. Da kann man sich auch Rechner zusammenstellen lassen. Zum Beispiel haben die hier zum Beispiel vorgefertigt schon die Schenker Cat Station. Ja, mit einer Nvidia Quattro-Karte und mit 128 GB RAM und einem i9-Prozessor. Also das wäre auch irgendwas, was man sich unter den Tisch stellen kann und womit man mit den meisten Programmen sehr gut arbeiten kann. Und die haben zum Beispiel auch hier noch eine mobile Station. Das ist, muss ich sagen, sind das hier die DDR-Rechner hier. Da haben wir auch zum Beispiel einige im Einsatz. Also ich weiß zum Beispiel, dass viele Leute, die hier zum Beispiel mit ARTEX-Scannern arbeiten, da passt der Schenker-Laptop auch ganz gut zu. Und ist halt, weil er auch so ein bisschen aus dem Gaming-Bereich kommt, unter Umständen im Preis etwas günstiger als zum Beispiel jetzt ein Dell-Rechner. Und was die bei Schenker zum Beispiel gemacht haben, das ist sehr interessant. Die haben hier zum Beispiel eine Produktlinie, die Present4D VR Suite. Der Present4D ist eine deutsche Firma. Die kooperieren, glaube ich, auch mit Faro-Scannern zusammen. Und die machen halt sozusagen VR-PowerPoint-Folien. Und die haben zum Beispiel, weil die Kunden immer fragen, was brauche ich denn da und so weiter und so fort, haben die zum Beispiel sich hier mit Schenker zusammen einen Rechner vorkonfiguriert. Da kriege ich halt hier einen Rechner, wo ich dann schon weiß, dass der wirklich dann mit meinen Anwendungen super laufen wird. Also ich hoffe, dass ich mal ein bisschen Einblick geben konnte. Man kann wie zusammenfassen, also schneller Prozessor, gute Grafikkarte und schnelle Festplatten. Und bei der Grafikkarte muss ich halt gucken, was will ich machen, was sind meine Anwendungen, kann ich mit einer Spielegrafikkarte leben, was mir dann auch einige 100 € sparen wird. Oder brauche ich eine spezialisierte Grafikkarte, die zum Beispiel von meinem Softwaresystem zusammengefasst wird. Und brauche ich was unter dem Tisch steht oder muss ich was mitnehmen? Also stationäre Rechner sind dann halt doch deutlich günstiger als Mobile Workstations. So, damit hoffe ich, dass ich ein bisschen einen Einblick gegeben habe in Rechentechnik für Punktwolken und freue mich auf die nächste Sendung. Und wenn es Fragen gibt, halt immer unten noch in die Kommentarzeile was reinschreiben und vielleicht gefällt euch euer Kanal, unser Kanal, der sich mit Laserscanner-Thema beschäftigt und ihr abonniert uns einfach.